Ja, schönen guten Abend. Typisch für Frankfurt ist Abriss und dann Gedenkplatte. Die Besetzung der Dohndorfschen Druckerei haben wir von Anfang an begrüßt, haben sie uns gewünscht, haben sie unterstützt und wir sind jetzt dafür, dass wir, ich will jetzt ein kurzes Licht darauf werfen, dass die Geschichte ausgenommen wird. Es ist Industriegeschichte, aber der Bewegungsgeschichte und jüdische Geschichte. Und das MPI hat ganze 42 Jahre nach Befreiung vom Faschismus gebraucht, sich seiner Verantwortung zu stellen, dass es die Nachfolgeorganisation der Kaiser-Wilhelm-Institute war. Die Übernahme von Eigentum, Patenten, Forschern und auch Präparaten von Euthanasie-Ermordeten, das alles geschah sofort, die Übernahme, die Verantwortung erst 1997. Davor hatten schon jahrelang tolle Forscher wie Ernst Klee oder Götz Erli und andere das gefordert. Das Ergebnis ist, dass der Studie, die dann gemacht wurde, die 10 Jahre dauerte, war dann, dass das Kaiser-Wilhelm-Institut freiwillig mit dem NS-Regime zusammengearbeitet hat, wobei das noch ein Euphemismus ist, weil das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, Erblehre, Eugenik und was weiß ich noch alles, hat die Grundlagen gelegt für die Vernichtung von Menschen, für Massenmord. Einer der wichtigsten Forscher der Kaiser-Wilhelm-Institute war ein gewisser Konrad Lorenz, Professor Konrad Lorenz. Sie kennen ihn vielleicht, so wie ihn das MPI, das ist zu laut, wie ihn das MPI heute darstellt auf der Webseite als freundlichen alten Gänsevater. So, das ist die Nachkriegszeit von Lorenz. Fakt war, Lorenz hat wie andere Wissenschaftler für das KWI zum Beispiel im Wartegau, im besetzten Westpolen, Menschen sortiert in diejenigen, die für eindeutschbar erklärt wurden, rassisch, und diejenigen, die in die deportiert wurden, in den KZs vernichtet wurden. Das alles, dem alles will sich das MPI heute nicht mehr stellen und denkt, mit dieser Studie, die auch noch in ihrer Qualität sehr stark kritisiert wird, sei irgendwie alles erledigt. Nein, genau jetzt ist der Punkt, dass die eben mehr ausgeben müssen, um sich ihrer Geschichte zu stellen, um jüdische Geschichte zu erhalten, die Verantwortung zu übernehmen für ihre Geschichte und das nicht nur in irgendein Archiv wegsperren. Und die Stadt müsste jetzt erzwingen, ein weiteres eigenes Gutachten, was dieses baulich, technisch höchst manipulative Gutachten des MPI über die angebliche Nicht-Sanierbarkeit, Nicht-Erhaltbarkeit, bla 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 und so weiter richtigstellt. Die Stadt kann dieses Gutachten erstellen aus eigenen Kosten, ohne dass sie sich hinter der Ausrede, wir sind nicht zuständig, verbirgt. Und das Max-Planck-Institut könnte durch eine offene Debatte über seine Vergangenheit und seinen Umgang mit seiner Vergangenheit dazu genötigt werden, veranlasst werden, unter Druck gesetzt werden, durch eine offene Diskussion in dieser Stadt mit diesem Gebäude anders umzugehen und es zu erhalten. Es ist schon genug Schönes in Frankfurt in den letzten Jahrzehnten zerstört worden. Dankeschön.